Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ihr wisst ja alle, ich esse gerne scharf, mir kann es meistens nicht scharf genug sein. Letztens hatte ich auch eine Darmspiegelung, weil ich permanent Blut im Stuhl hatte, was sich rausgestellt hat, wohl wirklich einfach nur vom scharfen Essen kam, aber nicht, weil da irgendwas kaputt ist oder so, sondern weil der Körper ab und zu mal sagt, jo, was geht ab? So, jetzt habe ich letztens einen Tipp bekommen, ich soll doch gerne mal diese Pepper King Habanero Kesselchips probieren, extra scharf, hasta la vista, Baby. Und die sehen so aus. Wenn ihr die kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Hier ist auch ein Bild von mir hinten drauf. Herr Ramses mit einer Flasche Bier und in seinem Unterhemd am Tisch gesessen. Ramses Kitchen Original, das Logo, das würde ich gerne so nehmen. Einfach so Ramses Kitchen noch aufs T-Shirt. Das wäre auf jeden Fall richtig genial. Das ist also hier jetzt Pepper King, ja? Ich kann euch das auch mal von hier zeigen. Pepper King, extra scharf, Habanero Kesselchips, Rasta la Vista Baby, von Kindern fernhalten, ja? Die müssen also richtig schlimm sein, richtig brutal. Hier steht auch nochmal Hot as Hell. Hier ist der Ramses nochmal abgebildet für euch, dass ihr den seht, mit einer Flasche Bier und dem Rest. Pepper King liefert Ihnen die scharfen Produkte, die Sie wünschen. Schauen Sie einfach ins Regal Ihres Lieblingsmittelfachhändlers oder bestellen Sie direkt in unserem Online-Shop. Kartoffelchips mit Habanero Chili aus 69% Kartoffeln. Die wollen wir jetzt mal aufmachen. Ich glaube, die habe ich vor 100 Jahren schon mal gesehen gehabt im Rewe. Habe die mal probiert, weiß aber gar nicht mehr, wie die schmecken. Und mittlerweile bin ich ja noch mehr Schärfe gewöhnt. Deswegen will ich mal schauen, hauen die rein, hauen die nicht rein, wie sind die so drauf, ne? Deswegen bin ich extra in die Küche gegangen, dass hier gute Belichtung ist. Schaut's euch mal an, schaut mal hier rein. Möchtet ihr da reingreifen, bitteschön. Riechen auf jeden Fall ein bisschen muffig, aber das ist ein gutes Zeichen. Wir nehmen mal einen raus, probieren den jetzt. Und ihr merkt sofort beim Essen, ja, das ist schon beim in den Mund stecken, fängt es sofort an zu kriseln und auf der Zunge erst recht und jetzt brennt schon der ganze Rachen und die ganze Höhle, weil ich den Matsch runtergeschluckt habe, ist aber okay. Hat irgendwie auch eine... Ich glaube, man sollte dabei nicht unbedingt die ganze Zeit reden, weil man sonst keine Luft kriegt. Und irgendwo eine süßliche Note auch. Eine süßliche Note, dann direkt diese krasse Schärfe hinterher. Also die hauen auf jeden Fall rein. Sehen unscheinbar aus, sind auch dünn. Esst da mal eine ganze Handvoll. Schön an der Lippe verteilen. Daraus könnte man natürlich auch ein Wettessen machen, eine Challenge. Die nehmt euch einfach eine Tüte. Ich habe Habanero Chips und guckt, wer die schneller leer gegessen hat. Euer Magen wird es euch auf jeden Fall danken. Ich finde trotzdem aber, man kann es aushalten. Die sind auf jeden Fall viel, 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 viel schärfer als alle anderen Chili-Chips oder sonst was, die man so kennt. Ist also eine gute Empfehlung. Und ich würde auch zustimmen, von Kindern fernhalten. Also, wenn ihr Kinder habt, gebt denen die nicht, außer ihr wollt keine Kinder mehr haben. Und von Hannes wäre das wieder nix. Der Hannes sagt, aha, und wo sind jetzt die scharfen Chips, ne? Nachdem die Tüte leer ist. Finde ich trotzdem, ist nicht einfach nur scharf, sondern hat trotzdem auch Geschmack, dieses Süßliche, was da vorne entsteht und dann nachbrennt. Das könnte man schon ähnlich vergleichen wie zu diesen Too Spicy Nudeln. Finde ich also gut, kann ich nur empfehlen, wer gerne scharf isst, gönnt euch die auf jeden Fall. Nicht nur Schärfe, sondern auch Geschmack. Die werde ich mir jetzt heute Abend fürs Wrestling hinschmeißen und beim Wrestling abends noch naschen. Jetzt bei euch getestet und probiert, bei Tageslicht.
Und abends werden die noch weggesmackt. Finde ich gut. Kennt ihr Chips, die schärfer sind? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.